So, ich denke, ich bin hier gerade am Livestream auf entspannt. Was ich euch nochmal vorstellen wollte, sind die neuen Elgato-Lichter. Das sind Lichtringe, aber auch von einer anderen Qualität, wirklich. Ich habe sie hier manuell am Schreibtisch befestigt. Ja, moin, Kabelsalat ist da. Ich habe sie hier am Schreibtisch befestigt. Zwei Stück. Du kannst sie richtig hell einstellen, du kannst sie aber auch richtig niedrig einstellen. Alles über eine Software. Wirklich, also da hat Elgato nochmal, ganz ehrlich, nochmal wieder ein Produkt rausgehauen, wo sie sich selber übertroffen haben. Ist für mich einfach ideal. Ich hatte vorher immer einen scheiß Lichtring hier stehen. Das hat immer übelst abgenervt, weil er auch so hell war. Ich habe immer ein Hemd drüber gehangen. Die kannst du richtig soft einstellen. Ich habe sie jetzt auf mein Elgato Stream Deck gelegt. Das heißt, mit zwei Knopfdrücken, bam, mache ich sie einfach aus und wieder an. Ja, richtig heftig. Dann gibt es noch eine Software, mit der du sie heller und dunkler stellen kannst, das Licht verändern kannst. Richtig geil. Gruß und Kuss geht da an der Stelle an Elgato raus. Ihr habt euch wieder selbst übertroffen. Ehre. Ja, jetzt gönne ich mir noch ein schönes Toastbrot hier. Dinge Toastbrot mit Butterkäse, Gurke, Kräutersalz und Pute. Einen schönen Käsesalat noch, ein kaltes Glas Milch, auch auf Ehrenbruderbasis. Oh, Digga, ich hab schon richtig Bock. Und das Ding hier hat Pedro mir empfohlen, Bruder. Ich glaube, Kirschbanane, Actimel, nichts Bezahltes. Er meinte, schmeckt gut. Bruder, wenn es nicht gut schmeckt, komme ich vorbei. Hm, von der Riffelung passt das. Und dann mache ich bei dir diesen hier, wenn es nicht schmeckt. Wird dir gefallen, glaube ich. Innerlich hofft er wahrscheinlich, dass es nicht schmeckt, Bruder, weil er auf... mehr sage ich dazu nicht.